Hi Leute, heute geht es darum, warum Rohkost nicht immer sinnvoll ist und warum es auch mal sein kann, besser eine gekochte Mahlzeit oder ähnliches zu essen, als nur darauf zu achten, dass man roh isst und so weiter. Erstmal denke ich, ist es auch mal ganz wichtig, sich erstmal nochmal klar zu machen, die Hintergründe, wie das Ganze funktioniert einfach mit der Entgiftung. Arnold Ehret lesen ist, denke ich, so einfach ein Standardwerk, das jeder mal gelesen haben muss, und dann versteht man auch, wie die ganzen Dinge ablaufen. Und ja, es kann eben sein, je nachdem auf welchem Standpunkt du auch gerade bist, dass Rohkost einfach im Moment für dich nicht machbar ist und auch gar nicht sinnvoll ist, weil das den Körper einfach überlastet. Wenn du, man kann es vergleichen zum Beispiel als Skifahrer oder was, du gehst nicht als Anfänger, fährst einen Lift hoch und stellst dich an die schwarze Piste und fährst dann da runter. Das ist einfach nicht sinnvoll. Genauso wie ein Baby erstmal richtig laufen lernen muss, bevor es einen Marathon läuft. Anders überlastet es den Körper einfach völlig. Und so ist es eben genauso bei vielen Leuten, die ich gesehen habe einfach, mit denen ich geredet habe. Denen ist es eben so ergangen, dass sie total schnell in die Rohkost reingesprungen sind. Was weiß ich, vorher ganz normal Fleisch gegessen und dann irgendwie in eine Früchte-Rohkost oder so rein. Und dann wird der Körper einfach so überlastet. Dann kommen so viele Gifte gleichzeitig in den Körper, dass der Körper einfach völlig überlastet ist. Die ganzen Gifte gehen wieder in den Blutkreislauf. Du kriegst Kopfschmerzen. Und es ist einfach zu viel. So viel kann der Körper nicht auf einmal ausscheiden. Und deswegen denke ich, ist es wesentlich sinnvoller, das Ganze mal ein bisschen langsamer anzugehen. Gerade wenn man vorher Fleisch gegessen hat. Die Leute, man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel Gift in dem Körper drin ist. Der halbe Körper ist eigentlich nur aus Gift. Und wenn man das nicht langsam, schrittweise ersetzt, dann haut es nicht hin. Dann kommen wieder diese Rückfälle raus, so von Leuten, die sich 2-3 Jahre roh ernährt haben und dann aber wieder in eine Kochkost fallen oder noch weiter zurück oder wieder Fleisch essen und so weiter. Und ja, das denke ich eben einfach ganz wichtig, sich da seine Zeit zu nehmen und sich kein schlechtes Gewissen zu machen, wenn man mal irgendwie was Schlechtes isst oder so. Man sollte, denke ich, wirklich lernen, auf seinen Körper zu hören, zu schauen, wann man es übertreibt, wann einfach zu viel Gifte drin sind. Und ja, eben das Prinzip muss man einfach wissen, Vergiftung, Entgiftung, wie das Ganze läuft, also An- und Ehret lesen. Was, denke ich, auch noch ganz wichtig ist, ist, man sich die wirklich hintergründige Motivation zu überlegen, die man bei der Rohkost hat. Weil ich meine, was ist eine Rohkost für ein Ziel? So, das ist ja nicht das eigentliche Ziel, sondern das eigentliche Ziel ist ja das, dass ich haben möchte, dass ich wieder energiegeladen bin, dass ich mich wieder, weiß nicht, fühle wie ein Kind. Du wachst früh auf, du hast Bock aufs Leben, du hast ein Leuchten in den Augen und hast wieder Spaß dran. Und ja, das ist das eigentliche Ziel. Und wenn man sich das auch mal immer wieder bewusst macht und die Rohkost ist nur ein Mittel zum Zweck dann, und solange man auf seinem Weg bleibt, aber man muss eben halt die Balance finden, dass man jetzt irgendwie dann gar nicht mehr vorankommt und es immer nur als Ausreden nimmt, so, oh ja, wenn ich es jetzt mal genieße und so, das Essen, dann ist es schon gut für mich, dass man schon einigermaßen auf dem Weg bleibt, aber trotzdem sich das eben auch nicht, wenn man dann mal viel isst oder einfach mal was nicht so gut ist, dann überleg dir mal, was hast du vor einem Jahr gegessen oder so, wenn es besser ist als vor einem Jahr, dann passt es schon. Nicht so viel Stress dabei machen. Und ein weiter wichtigerer Punkt, denke ich, ist, wenn man in die Rohkost einsteigt, dass man wissen muss, dass eben auch körperliche Blockaden erstmal gelöst werden müssen. Und das ist ja alles, diese Vergiftungen sind alle im Körper gespeichert und die können irgendwann mal, wenn die frei werden, dann kommen da mal mehr Gifte und dann muss man mal die Entgiftung stoppen, indem man mal mehr isst oder mal weniger. Da muss man wirklich einfach lernen, richtig auf seinen Körper zu hören, sich da nicht irgendwie fehlleiten zu lassen, sondern wirklich, ja, drauf hören. Man lernt es einfach mit der Zeit. Jeder lernt es, der das Hintergrundwissen hat, damit umzugehen. Dauert vielleicht eine Weile, aber das kommt wirklich bei jedem. Und dann ist es, denke ich, auch einfach noch Typsache.
Also je nachdem, wie schnell man in die Rohkost reinspringt, das hängt einfach davon ab, wie du vom Typ her veranlagt bist. Manche, wenn die dann wirklich das schaffen her, vom Bewusstsein her und vom Geist her mitzuziehen, dann können die da, denke ich, auch schneller reinspringen. Aber du brauchst trotzdem schon immer eine gewisse Zeit, um Vorgänge zu verarbeiten. Und das Bewusstsein muss einfach mitziehen. Ich denke, es ist eigentlich immer eher sinnvoll, wenn das Bewusstsein zuerst kommt und dadurch sich die Ernährung verändert. Die Ernährung sollte eigentlich nur dein Bewusstsein widerspiegeln. Klar kann man es auch umgekehrt gehen, aber wenn die Spanne zwischen Ernährung und Bewusstsein zu weit auseinander geht, dann kommt es wieder zu so Schwankungen und dann fällt man wieder in Essattacken oder irgend sowas zurück oder halt in Fleischessen oder tierische Produkte, was auch immer. Und ja, das ist, denke ich, noch ein wichtiger Punkt, eben einfach, was für ein Typ man ist, wie viel Sport man macht, was für Umweltbedingungen man hat. Wenn man auch eben unter schlechten Umweltbedingungen ist, dann muss man auch mal was Gekochtes essen oder einfach mal was Kräftigeres, dann kommt man mit Früchten nicht klar. Wenn du irgendwo in der Stadt lebst, dann haut es nicht so gut hin, gerade am Anfang mit Früchten. Nach einer Zeit, umso reiner der Körper wird, dann funktioniert das irgendwann auch einigermaßen. Aber das dauert wirklich. Man muss sich wirklich erstmal bewusst machen, wie viel Gifte in dem Körper sind. Wir haben 20, 30, 40, 50 Jahre irgend so einen Schrott gegessen. Das geht nicht von einem auf den nächsten Tag raus, das geht nicht von einem Jahr raus, auch nicht in 2 Jahren. Und ja, das muss man, denke ich, einfach wissen. Das war's zu dem Thema. Bis dann, Leute. Ciao.